kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters... meiner Rüstung. In Komoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Bin ich ja mal gespannt. Hier entlang. Okay. Diese alten Knochen. Dann mal hinterher. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch. Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Dreikäse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. Ja, aber trotzdem ist das nicht ein guter irgendwie. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Suche das Grab deines Vaters. Okay, 90 Meter, dann machen wir das doch mal. Ich glaube, da ganz hinten, oder? Ja, da ganz hinten. Ja, dann wollen wir mal wieder ein Haiku verfassen. Trauer für Vater. Schatten für Vater. Licht für den Vater. Ich mach Licht. Wir haben hier meditiert. Sein Grab nah, die Seele fern. Nur zwei? Na gut. Jetzt bin ich allein. Alles muss vergehen. Der Baum lebt weiter. Licht für den Vater. Wir haben hier meditiert. Der Baum lebt weiter. Und der Baum sind wir. Okay, 190 Meter und die Rüstung holen. Bin ich ja mal gespannt, ob die so cool ist. Wir gehen einfach querfeld ein, scheißegal. 50 Meter.
echt gespannt. Oh. Ein Bambusstand. Tun wir uns das an? Ja, komm, wir tun uns das an. Wir tun uns das an. BBY. Kein Problem, das ist ja noch easy immer. BBY, LBY. BBY, LY. 4. Okay, warte. Okay. Wie gesagt, das ist so ätzend. Meine Fresse. Okay, warte mal. BB, Y, LB, Y, BB. 5. Das ist so ätzend, ey. Wie schnell sollst du das machen? Das ist so ein Scheiß. Ach, Glückstreffer. Sehr gut. Ein Punkt mehr kann nicht schaden. Hilfe! Möge euer Tod allen anderen dienen. Mann. Junger Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr saht gerade aus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Sakai-Maske. Sakai-Clan-Rüstung. Okay. Wer will kämpfen? Verdienen wir uns den Lohn? Na komm, versuch's doch. Nummer eins. Nein! Nummer zwei. Und Nummer drei. Yuriko! Stirb. Okay, die ist nicht schlecht. Wo ist Yuriko? Da oben. Fürst Sakai! Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Tja, es hilft nichts. Wir brauchen mehr Power.
Setzt euch kurz zu mir. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es viel Schilf unten am Fluss, bei der alten Furt. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Yose und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Die Eindringlinge haben hier einen Außenposten. Keine Sorge, ich bin bald mit Schilf zurück. Holt euch euer Schilf. Na dann. Machen wir das doch mal. Holen wir uns doch mal den Schilf. Meter. Ganz kurz. Die Ausrüstung mal ganz kurz angucken. Die Kleidung. Mittlere Erhöhung des Nahkampfschaden. Erhöhung Gesundheit. Okay, ist gar nicht mal so schlecht. Techniken. Da könnten wir eigentlich auch noch mal was nachlegen. Kampfhaltung, Geist werden wir auch noch nicht durch. Konzentration. Okay, wir nehmen mal den Assassinen-Instinkt mit. Vielleicht gar nicht so schlecht. Nach 30 Meter. Ach, da hinten. Yuriko hatte recht. Ein Mongolenposten. Na gut. Stellt euch und kämpft! Komm, zeig, was du kannst. Uko! Shiura Hudege! Na komm. Due. Quattro. Du nicht, du Wicht. Was los? Hast du Angst? Jetzt hier sowieso alles nieder. Ah, komm. Oh!
Stopp doch endlich. Was bist du denn für einer? Meine Fräse. Ist ja ätzend, ey. Dann das Schilf, besiege die Mongolen. Gegner mit dem Kurzbogen, okay. Machen wir das doch mal. So das Drama. Leichen pflasterten unseren Weg. Zwei. Ein Banner. Perfekt für ein Blasrohr. Ich bringe die zu Yuriko. Nee, noch nicht. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind hier noch nicht fertig. Noch nicht mal ansatzweise. Auch. Oi, wo du kriegst du Harte? Ah, verdammt.
Schlecht. Schlecht, wenn mitten im Kampf der Controller den Geist aufgibt. Weil kein... kein Saft mehr drauf ist. Aber wir haben ja Gott sei Dank Ersatz. Was ja dann kein Problem ist. So, leider hat es uns das Leben gekostet. Egal. Muss mal ganz kurz mich orientieren. Ich glaube, hier waren wir. Hier haben wir leer geräumt. Ja, hier haben wir leer geräumt. So. Wo sind denn die Scheißer? Da drüben. Okay, nochmal. Mann, 4 Pfeile dafür gebraucht. Echt heftig. Lass mal checken, da ist ein Banner. Ja, komm. Komm vor die Tür. Komm vor die Tür. Das reicht mal aber. Wo bist du denn da unten? Meine Fresse, die sind echt
glaube, ich muss doch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Das. Haftbombe ist voll. Sehr viele Mongolen, ja. Ja, ich bin schon weg. Jetzt hat er wieder Hilfe gerufen. Ja, ich sollte nicht ganz so offensiv vorgehen. Ich habe nicht so viel Power momentan. Irgendwann muss ich ja mal raus. Let's check. Da hinten sind noch welche. Das erschreckt die gar nicht. Okay. Nice to know. Wer will kämpfen? Die Feuertypen sind echt böse. Noch einer? Na komm. Kamera ist gerade sehr unglücklich. Okay, sehr gut. Ein paar haben wir ausgeschaltet. Schon mal sehr gut. So, da ist ein Pferd. Gucken wir, hier ist ein Banner drin. Eine Aufzeichnung. 3 von 4 Banner. Unai. Ach, Quatsch. Nein, Blödsinn. Vorräte. Okay. Tut mir leid. Ich habe leider keine Wahl. Ich würde es dir ersparen. Aber es geht leider nicht anders.
Ja, mal unten runter. Bin in der Band. Enter Samurai was. Oi, wo du kriegst du? Ready? Meine Güte. Hör auf zu brennen. Viel live haben wir nicht. Muss ich wirklich eigentlich. Muss jetzt wirklich sneaky eigentlich vorgehen. Eigentlich müsste ich sneaky vorgehen, aber ihr wisst ja, ich bin eher so der Frontaltyp. Nicht immer klug, aber immer unterhaltsam. Tische! Tische! Tolani! Halt die Klappe. Ey, kann doch nicht mehr so weit sein, so viel sein. Da sind einige. Da ist der General. Ich hab echt nicht Power, ne? Das muss der General sein. Wie komme ich jetzt da ran? Chiharu! Was ist Betty? Ha! Ja. So, jetzt einfach nur noch die Mongolen besiegen. Artefakt, nehmen wir alles mit. Okay, zwei Kunais haben wir noch. Langbogen. Sprengpfeil. Why not? Erstmal weg. Boah, jetzt muss ich ja wirklich mit Tricks arbeiten, ey. Ich kann nicht mal mehr weinen. Wäre es doch nur vorbei. Oh, das war hardcore. Oh. Aber gut. Wir haben das geschafft. Sehr schön. Legende erhöht. Einen Bonuspunkt bekommen. So muss das sein. Technikpunkt für die neue Techniken verfügbar. Oh, neue Techniken. Neue Techniken. Ja,
Ja, das wäre hier Weg der Flamme. Wäre schön. Die nutze ich so gut wie gar nicht. Aber ich denke mal, es wäre gar nicht so verkehrt. So, Verbesserung für die Sakai-Katana. Sehr schön. Und den haben wir frei. Da geht's zu Riko, Omi. Da wären die nächsten Punkte. Hier wäre das. Aber, liebe Freunde, das alles und noch vieles, vieles mehr erst im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen und mehr Geld natürlich. Wollt ihr nichts mehr verpassen? Abo dalassen. Glocke aktivieren. Gerne kommentieren und liken, was das Zeug hält, Leute. Liken. Nur der Like zählt. So, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Ed. I swore to protect this island with my life, but now the Mongols have stolen our home, killed our samurai. I can't let more of our people die. I need every weapon we have. Tsushima can't afford anything less. The Mongols have changed you, young master. The world has changed. Sometimes, our only choice is to walk away from everything we know. I sacrificed everything for my people, and I would do it again.